Ja, vielen Dank für die Einladung und für die etwas unakademische Themenstellung, die ich außerordentlich sinnvoll finde. Kritik der Soziologie klingt erstmal etwas abenteuerlich, weil es schwierig ist zu sagen, was die Soziologie sei. Man kann erstmal den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen bei der Soziologie. Es gibt Bindestrich-Soziologien von der Medizinsoziologie bis zur Katastrophensoziologie und zur Stadtsoziologie und so weiter. Es gibt also beinahe nichts, wozu es nicht eine Bindestrich-Soziologie gibt. Dann weiß jeder, der Soziologie studiert oder dies hat, dass es gegenwärtig und früher und ganz früher die unterschiedlichsten Soziologenschulen gegeben hat, sodass die Frage, was Soziologie sei, eigentlich kaum beantwortbar ist. Trotzdem gibt es ja das Wort. Das Wort gibt es noch nicht historisch gesehen außerordentlich lange, etwa seit 1830, 1840. Es ist einfach ein Kunstwort. Es ist die Wissenschaft vom Logos, griechisch der Societas. Das zu erklären ist auch schon schwierig. Societas kann man noch als Gesellschaft ganz ordentlich übersetzen. Mit dem Logos ist es schon schwieriger, mit dem griechischen Begriff. Die griechische Version der Bibel, am Anfang war das Wort, ist dann am Anfang war der Logos und das ist ein weltschaffendes Wort, etwas aus heutiger Perspektive Unvorstellbares. Dann hat Cicero Logos später übersetzt als Proportion. Das ist schon nur noch eine Halbheit. Aber ob Auguste Comte bei dieser Formulierung Soziologie, die Wissenschaft vom Logos der Societas, also die Begriffsgeschichte im Kopf hatte, glaube ich eher nicht. Jedenfalls ist es viel einfacher, wenn man daran erinnert, dass Comte, der als Begründer der Soziologie, nämlich als derjenige, dem dieser Titel der Wissenschaft eingefallen ist, vorher immer geredet hat von sozialer Physiologie oder sozialer Physik. Wenn man trotz dieser sehr unterschiedlichen Richtungen innerhalb der Soziologie so etwas Zusammenfassendes über Soziologie aussagen möchte, ist nach meinem Dafürhalten die einzige Möglichkeit nachzusehen nach den Begründungen, nach der Begründung dieser Wissenschaft, das heißt nach den ursprünglichen Bestimmungen über den Gegenstand, über die Methode oder Methoden und das gesellschaftliche Interesse an dieser Wissenschaft, sodass man vom Anfang her sagen kann, innerhalb der Logik, die dort ursprünglich gesetzt ist, bewegt sich eine weitere Entwicklung. Und das kann man ganz gut so machen. Was Kritik der Soziologie betrifft, ist eine umgangssprachliche Auffassung des Wortes Kritik, dass da die Soziologie verworfen wird. Also dass Kritik immer etwas Verwerfendes, Negatives hat und Comte nennt die Kritik auch immer etwas Unnützes, Überflüssiges, nur Destruktives. Kurz vor Comtes Zeiten, also vor 1820, ist das Wort Kritik bei Immanuel Kant ja in seinen drei großen Kritiken im Titel gelandet. Und da heißt Kritik einfach das Unterscheidungsvermögen in aufklärerischer Absicht. Und Kant nennt dann in der Phase der Französischen Revolution seine Epoche in der Kritik der reinen Vernunft relativ am Anfang in einer Fußnote das Zeitalter der Kritik, sodass sich alles vor der Kritik rechtfertigen muss, vor dieser aufklärenden Kritik. Es ist das Unterscheidungsvermögen, was bei Kant auftritt zwischen
nicht in seinen Worten, aber der Sache nach zwischen der Welt der Natur und der gesellschaftlichen Welt, zwischen der ersten und der zweiten übersinnlichen Natur, zwischen dem realen Subjekt und dem Transzendentalsubjekt und ähnliche Unterscheidungen mehr. Und da heißt Kritik dann erstmal die alte metaphysische, in Gott begründete Welteinheit durch Kritik aufzulösen, um alles den Ansprüchen der Vernunft zu unterwerfen. Da hat also Kritik keinen verwerfenden, sondern einen aufklärerischen Charakter. Die klassische Unterscheidung, um die es dabei geht, ist seit der Antike die zwischen Sein und Schein. Dass also Kritik innerhalb von Selbsttäuschung den Menschen und dann auch die Polis unterliegt, zwischen dem, was sie zu sein glaubt und dem, was sie ist, unterschieden wird. Und so wäre Kritik der Soziologie eigentlich kein Verwerfen der Soziologie, sondern eine Aufklärung. Es gibt einen klassischen Satz, den man in dem Zusammenhang immer zitieren sollte, müsste, von Max Horkheimer 1937 in dem klassischen Aufsatz Traditionelle und kritische Theorie, wo er, und daran schließe ich dann an, und das ist das, was ich erklären möchte, sagt, die kritische Theorie der Gesellschaft in Soziologie zu verwandeln, ist überhaupt ein problematisches Unterfangen. Das heißt, er macht hier eine Unterscheidung zwischen der kritischen Theorie der Gesellschaft und der Theorie vom Logos der Societas, der Soziologie. Und zwar nicht so, dass die Soziologie damit, wie gesagt, verworfen, sondern zum Gegenstand der Kritik erhoben wird, weil man über die Gesellschaft unmittelbar nichts, sondern nur vermittels von Begriffen etwas weiß und diese Begriffe einer kritischen Reflexion unterzogen werden, sodass ein wesentlicher Gegenstand der kritischen Theorie der Gesellschaft eine Kritik der Gesellschaft vermittelt durch eine Kritik der Soziologie ist. Ein ganz klassisches Verfahren. Ich lese eingangs mal eine Bemerkung vor aus einem Artikel des verstorbenen Kollegen Karl Otto Honrich aus Frankfurt. Der Artikel ist ungefähr 20 Jahre alt, aber irgendwie immer noch gut vorlesbar, weil er beschreibt als Soziologe, was das heißt, die Selbsttäuschung, der die Soziologie in Übereinstimmung mit der Gesellschaft, die sie untersucht, worin diese Selbstforschung besteht. Er beschreibt das in einer sehr interessanten Form. Also er beschreibt, dass er 1992 auf dem Weg zum 26. hieß es damals Deutschen Kongress für Soziologie gefahren ist, nach Düsseldorf. Und sitzt im ICE. Und da sitzt jemand neben ihm und man unterhält sich und der Danebensitzende bekommt dann raus, dass Herr Honrich Soziologe ist. Und dann wird ihm eine schlichte Frage gestellt, die er nicht beantworten kann. Nämlich die Frage, was sagt die Soziologie dazu? Zum Zusammenbruch der sozialistischen Staatenwelt. Zum Aufleben von Nationalismus und religiösen Bewegungen, zu den Kriegen im Orient, am Horn von Afrika, in Europa. Was sagt die Soziologie zu den brennenden Städten, zu brennenden Asylantenheimen in Hoyerswerda, Rostock, überall in Deutschland? Und dann überlegt jetzt Honrich, was er diesem fiktiven Menschen, der ihm diese naheliegende Frage stellt, schließlich sollte die Soziologie eigentlich was sagen können, was er da sagen könnte. Also, was soll ich ihm sagen? Sagt er, liebe Kolleginnen und Kollegen aus der Sektion Soziologische Theorie der Deutschen Gesellschaft für Soziologie.
wo wir seit Jahrzehnten die großen Debatten mit den großen Namen über die großen Gesamtsichten der sozialen Welt führen. Mit Niklas Luhmann, der in das unablässig sich verlängernde Band seiner Systemtheorie selbst eine Wende eingebaut hat, könnte ich ihm antworten und so weiter. Von Jürgen Habermas könnte ich die Idee beziehen, dass die kalten Systeme fortfahren, gewachsene Lebenswelten zu kolonisieren oder vielleicht besser umgekehrt, dass die Lebenswelten jetzt zurückschlagen. Gegen die Weltformel der Großtheoretiker könnte ich die reißfreudige Meute der meteorologischen Individualisten von alleine lassen. Kollektive Übel haben sie mittels glasklarer Theorien der Rational Choice schnell erklärt und so weiter. Er geht dann die Soziologie-Schulen so durch, die es so gibt, und resümiert dann, was immer man den verschiedenen Soziologenschulen an Erkenntnissen abgewinnen kann. Am Ende stünde Ernüchterung. Sie haben zu dem, was die Welt heute bewegt, nichts zu sagen. Krieg und Gewalt, Völker und Nationen, die leidenschaftlichen Wir-Gefühle von Wertgemeinschaften kommen in ihnen nicht vor. Die Frage nach den Triebkräften der Sozialität haben wir Soziologen durch die nach Kommunikation ersetzt. Und unsere großen Theorien orientieren sich mehr am Selbstbild von Gesellschaften als an dem, was es ausblendet. Also die Soziologie reproduziert eigentlich die Ideologie der Gesellschaften, das Selbstbild der Gesellschaften, ohne es aufzuklären. Und die Aufgabe der Gesellschaftstheorie wäre genau dieses Selbstbild der Soziologie, das konform ist mit der zu begreifenden Gesellschaft, dieses ideologiekritisch zu erkennen. Er zitiert dann noch, warum es wohl zu dieser Übereinstimmung der Soziologie kommt mit dem gesellschaftlichen Selbstverständnis, und nennt hier insbesondere die Verdrängung der Vergangenheit, insbesondere in Deutschland, und dass durch diese Verdrängung der Vergangenheit man in der deutschen Soziologie weniger über die Vergangenheit, sondern mehr über die Zukunft reden wollte. Und wenn man dies etwas näher haben möchte, dann diese Übereinstimmung der Soziologie mit dem Selbstverständnis von Gesellschaften und nicht die kritische Auflösung, also die kritische Reflexion, das Erkennen der Gesellschaften, sondern nur das Konformsein damit, dann könnte man, das würde ich Ihnen sehr empfehlen, mal nachgucken nach der Geschichte der Deutschen Soziologentage in Frankfurt. Die sind nämlich, wie in der Invisible Hand von Adam Smith, immer zu bestimmten historisch interessanten Zeiten dort abgehalten worden. Und der erste besondere Soziologentag, den man, wenn man Soziologie studiert, mal gelesen haben sollte, nach den Konferenzberichten, ist der ungefähr ein Jahr, ziemlich genau ein Jahr, 11 Monate nach dem Sieg der Alliierten über das nationalsozialistische Deutschland. Und da ist der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Soziologie, Leopold von Wiese, der auch 1910 zu den Begründern dieser deutschen Gesellschaft gehört hat und hält als Präsident den einleitenden Vortrag 46. Nun kann man sich vorstellen, wer 1946 von den deutschen Soziologen überhaupt vorhanden ist in Frankfurt, der Stadt der kritischen Theorie. Die kritischen Theoretiker jedenfalls nicht. Die sind ja alle noch in der Emigration. Es gibt auch viele Sozialwissenschaftlerinnen und Sozialwissenschaftler im weiteren Sinne, von der Psychoanalyse bis zur Theologie, die auch ermordet worden sind. Und es ist dort eine ausgewählte Gruppe eigentlich nur noch, die in Deutschland 1946 am Soziologentag teilnimmt. Und da erklärt der Leopold von Wiese, und das zitiere ich jetzt einmal kurz, und das führt er dann lang und breit aus, warum die deutsche Soziologie sich mit der Vergangenheit nicht weiter beschäftigen sollte
Und zwar mit den Worten, das sei ein metaphysisches Übel, das über uns gekommen ist, sagt er. Und mit diesem, dieses metaphysische Übel sei eine Pest gewesen, die hätte uns unvorbereitet getroffen, ein heimtückischer Überfall. Das sei eben ein Geheimnis, an das der Soziologe nicht zu rühren vermag. Es hat ein Kollege damals, ein außerordentlich junger, mit dem Namen Heinz Maus, einen Brief von Max Horkheimer aus dem Exil vorgelesen, in dem Max Horkheimer vorgeschlagen hat, die erste Aufgabe der deutschen Soziologie sollte ja eine Soziologie des Terrors sein. Das hat da überhaupt keine Rolle gespielt. Man hat sich also an diese Vorgabe gehalten, hat dann entsprechend der Vorgabe von Leopold von Wiesel gesagt, Soziologie ohne Geschichtstheorie, ohne Gesellschaftsanalyse, individualisierend Verfahren und so weiter. Und so ist die westdeutsche Soziologie gestartet mit den Vorgaben, gesellschaftlich, geschichtlich analphabetisch zu sein. Max Webers Geschichtstheorie der Entzauberung der Welt ist tabuisiert bis 1964. Und man hat sich dann auf die Dorf- und Familiensoziologie dann konzentriert und auf das, was den Nationalsozialismus auch ausgezeichnet hat, den Arbeitsmasochismus, nach 1945 umgesetzt in das Wirtschaftswunder. Und so kann man diese Soziologentage in Frankfurt 1968, 1990 und dann 2010 nach ihren Übereinstimmungen leicht erkennen mit den gesellschaftlichen Tendenzen und leicht auch sehen, dass dort eine Übereinstimmung, aber keine kritische Reflexion der Verhältnisse vorhanden ist. Damit dies etwas plausibel wird und in der Logik erkennbar wird und man nicht nur sagen kann, das sind jetzt vielleicht empirische Beispiele, werde ich in 5 Schritten Folgendes machen. Und zwar einmal sehr kurz angeben, in welcher Epoche, und es geht immer um die Zeit um 1800, aus der liberalen Sozialphilosophie die Theorie der Gesellschaft und die Soziologie hervorgegangen sind und warum. Dann werde ich das nochmal auseinandernehmen, was angedeutet ist. Zweitens, das Thema der Kontinuität der liberalen Sozialphilosophie und der Gesellschaftstheorie in Gestalt der Kritik der politischen Ökonomie von Marx. Drittens analog die Entwicklung der Soziologie, insbesondere in Deutschland. Zunächst mal ist die Soziologie entstanden in Frankreich, aber in Deutschland in einer besonderen Form. Und viertens das angedeutete Verhältnis von Soziologie und Gesellschaftstheorie behandeln. Skizzieren, Gesellschaftstheorie als Kritik der Soziologie und zum Abschluss nochmal den Funktionsverlust der Soziologie, sodass man vielleicht erahnen kann, warum die teilweise erfolgte Abschaffung oder Reduktion der Soziologie an deutschen Universitäten mit einer inneren Selbstauflösung zusammengeht. Ja, können wir machen. Wir machen da eben das Mikro an. Ich nehme das mal ein bisschen weiter nach vorne. Ist das okay? Gut. Ja, ich glaube, also ich bemühe mich mal, mich nicht aus und von zu bewegen.
Also zum ersten Punkt, zur Entstehung von Gesellschaftstheorie und Soziologie im frühen 19. Jahrhundert. Das ist mir doch zu dicht. Der gesellschaftliche Kontext, auf den sich Soziologie und Gesellschaftstheorie beziehen, ist auf der einen Seite sehr deutlich, wird immer angegeben. Es geht um eine Kritik an der Krise der Französischen Revolution. Das heißt, um eine Kritik, die den Umschlag einer Revolution, die angetreten war, die kosmopolitische Freiheit, die Gleichheit der Menschen zu propagieren, zu implementieren, die Vernunft zum Herrschenden zu erheben, warum diese in den Terror umschlug und in die napoleonischen Kriege. Also diese Widersprüchlichkeit zwischen auf der einen Seite großartigen Sozialutopien und auf der anderen Seite dem Umschlag in Terror, dies zu begreifen, beginnen sowohl liberale Sozialphilosophie als auch Soziologie in Form einer Kritik. Die zweite Form des Liberalismus steht auch zur Kritik in der Gesellschaftstheorie, insbesondere bei den Frühsozialisten und bei Karl Marx. Und da geht es um den Liberalismus nicht in Frankreich, sondern in England, der eine sehr andere Vorgeschichte als der französische hat und sich vor allen Dingen bezieht auf den Liberalismus im Bereich der Politikökonomie, vertreten also theoretisch durch Adam Smith und David Ricardo, und wo der Umschlag kritisiert wird von der großartigen Utopie des Wohlstands der Nationen, verhöhnt schon vor 1800 von Bentham, dann in das Elend der englischen Arbeiterklasse, wie man es nachlesen kann im Kapital oder schon vorher 1845 bei Friedrich Engels. Diese Entstehung um 1800 von Gesellschaftstheorie und Soziologie ist notwendig und ist vorher gar nicht möglich, weil man überhaupt erstmal den Gegenstand haben muss, nämlich Gesellschaft und das Bedürfnis, diese zu erkennen und auch Formen, diese zu erkennen. Wenn man von Gesellschaft spricht oder überhaupt das Wort hat von der Societas, dann ist in der Renaissance, also ungefähr 1450, 1500, immer die Geselligkeit des Hauses gemeint. Des Hauses, das kann relativ groß sein, die bürgerliche Kleinfamilie ist noch nicht erfunden. Es geht um das Haus eines Kaufmanns. Es ist immer ein Kaufmannskapitalismus, es gibt auch noch gar keine Nationalökonomie, und Gesellschaft ist immer Geselligkeit. Also die unmittelbare persönliche Abhängigkeit, das unmittelbare Bekanntsein. Dann beginnt in der Zeit der Nationalökonomie als Weltökonomie des Handelskapitalismus schon die Rede von Gesellschaft auch. Und Thomas Hobbes sagt, er sei der Begründer der Civil Philosophy gewesen, 1642. Und da wird immer im Bereich der Ökonomie von Politikökonomie geredet und im Bereich der Gesellschaft von politischer Gesellschaft. Weil die Ökonomie immer politisch gesteuert und eine Gesellschaft unabhängig von der Politik, also eine Gesellschaft, die nicht politisch integriert ist, also nicht durch die Figur des Leviathan, noch nicht gedacht werden kann. Und so spricht auch Immanuel Kant vor 1790 immer noch von politischer Gesellschaft. Dass sich gesellschaftliche Verhältnisse völlig verselbstständigt haben, sodass man sagen kann, da existiert die Gesellschaft als eigenständiges System, neben der Politik verselbstständigt gegen das Individuum und so weiter, ist erst in der Epoche des Liberalismus dann möglich, also kurz nach 1800. Und dann ist die klassische Formulierung, die diese Selbstverselbstständigung der Gesellschaft
gegenüber den Individuen ausdrückt, die von Marx und Engels, wo sie mehrfach von der Herrschaft der Verhältnisse sprechen, nicht von der Herrschaft der Vernunft, sondern von der Herrschaft der Verhältnisse. Zweitens muss diese Gesellschaft, die sich so verselbstständigt hat, irgendwie als ein erforschender Gegenstand vorhanden sein. Und zwar entweder so, dass man sagt, die Gesellschaft ist uns nicht bekannt, weil es gibt Naturgesetze der Gesellschaft, wie es Naturgesetze der Natur gibt. Vielleicht metaphorisch gedacht, aber es ist durchaus auch wörtlich so zu nehmen. Ich habe ja eben das Wort von der sozialen Physik genannt. Oder die andere Möglichkeit ist, dass gesagt wird, schon im frühen 18. Jahrhundert, das, was die gesellschaftlichen Verhältnisse auszeichnet und die Geschichte auch, ist, dass die Menschen ihre Geschichte und ihre Gesellschaft machen, aber ohne Willen und Bewusstsein. Dann wird nicht von gesellschaftlichem Naturgesetz gesprochen, sondern eher von einer gesellschaftlichen Bewusstlosigkeit, erscheint in gesellschaftlicher Naturwüchsigkeit. Dann muss drittens unterstellt werden bei einer Soziologie oder Gesellschaftstheorie, dass die Gesellschaft entweder als naturgesetzlich oder als naturwüchsiger Gegenstand überhaupt erkennbar ist. Das ist auch nicht selbstverständlich. Der heutige Neoliberalismus zeichnet sich durch das Dogma aus, dass genau dies nicht möglich ist. Und viertens muss natürlich ein Interesse da sein, die Gesellschaft zu erkennen, zu erforschen, zu erkennen. Und das heißt klassisch, es müssen Krisen vorhanden sein, die die Welt erschüttern und die überhaupt Fragen nach der Gesellschaft produzieren. Man hat ja die Frage nicht einfach. Der Gegenstand muss selbst fraglich werden. Wenn man nach diesen vier Bedingungen, die vorausgesetzt sind bei Gesellschaftstheorie und Soziologie, zunächst die beiden Erkenntnisweisen unterscheiden will, kann man sagen, die Gesellschaftstheorie oder die ihr unmittelbar vorausgehende Sozialphilosophie begreift die Gesellschaft nicht als Naturgesetz, sondern als naturwüchsig. In der Formulierung der liberalen Sozialphilosophie als etwas Bewusstloses. Die Geschichte vollzieht sich bewusstlos, die Gesellschaft ist ein bewusstloses Allgemeines. Und dieses Bewusstlose ist durch Aufklärung zu Bewusstsein zu bringen. Es ist immer ganz wichtig, sich deutlich zu machen, was hier bewusstlos heißt. Von unbewusst wird noch nicht gesprochen. Bewusstlos heißt nicht, dass man es einfach nicht weiß und jederzeit wissen könnte, sondern bewusstlos heißt, dass die Verhältnisse allgemein bewusstlos sind. Und ihre Erkenntnis bedeuten würde, dass die Verhältnisse bewusst und die Individuen, die Bürger einer bewussten Welt auch sich ihrer selbst bewusst sind. Das heißt, dass dieser Aufklärungsprozess theoretisch und praktisch zugleich ist, weil dieses Bewusstlose alle Seiten der gesellschaftlichen Welt betrifft und man ohne Selbst- und Weltveränderung dies nicht zu Bewusstsein bringen kann. Etwas Nicht-Gewusstes durch Information zu Bewusstsein zu bringen, muss die Identität von Gesellschaften und Individuen dagegen gar nicht tangieren. Wenn man von Gesellschaftstheorie spricht, dann ist sie zunächst mal mit dem Namen Karl Marx am prominentesten verbunden und aus der Sozialphilosophie von Hegel hervorgegangen. Marx hat mal die Philosophie Hegels das letzte Wort aller Philosophie genannt, weil es genau genommen eine Philosophie Hegels nicht gibt, sondern diese Philosophie darin besteht, die gesamte Philosophiegeschichte in einem System aufzuheben, ohne ein eigenes
neben die anderen bisher vorhandenen Philosophien mitzubringen. Und diese Aufhebung der Philosophiegeschichte in einem letzten System ist nach Hegels eigener Formulierung oder hat nach Hegels eigener Formulierung die Konstruktion einer Selbstbegründung und Selbstverwirklichung. Die Gesellschaftstheorie beginnt bei Marx mit dem Satz, dass die Philosophie sich nicht selbst begründen kann, sondern ihren Grund in gesellschaftlichen Verhältnissen hat und dies aufzuklären sei. Und dass zweitens diese Aufklärung zu einer praktischen Veränderung der Gesellschaft in Richtung auf einen Verein freier Menschen, in dem die Menschen sich ihrer selbst und ihrer Verhältnisse bewusst sind, führen müssen. Und deshalb ist der berühmte Satz, die 11. Feuerbach-These, die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert, es kommt darauf an, sie zu verändern, kein praktischer Zusatz eines Revolutionsfanatikers, sondern das ist eine philosophische, philosophiekritische Einsicht. Die Soziologie im Unterschied zur Gesellschaftstheorie begreift die Gesellschaft nicht als ein bewusstloses Allgemeines, sondern zunächst in der Form, die sie bei Auguste Comte ab 1820 bis zu seinem Todesjahr 1857 hat, als naturgesetzlichen Prozess. Weshalb die Soziologie auftritt als Naturwissenschaft der Gesellschaft in Frankreich. In Deutschland gibt es dann eine besondere deutsche Tradition, die wichtig wird bis zu Max Webers Tod 1920 und auch heute außerordentlich relevant ist, eigentlich die herrschende Richtung, nämlich die geisteswissenschaftliche Richtung, die 1814-15 zur Zeit des Wiener Kongresses begründet wird als eine sinnverstehende Soziologie, das heißt nicht mehr eine Vernunft durch eine Vernunftmoral begründete Sozialphilosophie, wie Adam Smith sie hat oder wie Kant sie hat, sondern wo es um individualistisches Sinnverstehen geht und Hermeneutik, also Aneignung eines nicht verstandenen, einer nicht verstandenen Tradition. Das erkläre ich gleich nochmal, das ist, glaube ich, wirklich erklärungsbedürftig. Die Entstehung von Soziologie in der französischen Tradition fällt ebenso wie die in der deutschen Tradition, in der besonderen deutschen Richtung, wie gesagt, in die Zeit des Wiener Kongresses, in die Zeit des Zusammenbruchs der Französischen Revolution. Und die Soziologie dort bei Comte ist eine explizit antikritische, antirevolutionäre und technisch-rationalistische Wissenschaft. Die sinnverstehende Soziologie ist ebenso antirevolutionär, aber während die französische Richtung die Verdienste der Revolution zu bewahren sucht, ist die deutsche Richtung die, wie Marx mal gesagt hat, über diese historische Schule, aus der diese sinnverstehende Soziologie am Ende dann kommt, das sei die deutsche Theorie des Ancien Regime, im Unterschied zur Philosophie von Kant, die die deutsche Theorie der Französischen Revolution sah. Diese drei Richtungen, also naturwissenschaftliche Soziologie, sinnverstehende Sozialwissenschaft und Gesellschaftstheorie, werde ich jetzt noch mal einmal etwas mehr umreißen. Die Gesellschaftstheorie ist, wie gesagt, ausgegangen von der liberalen Sozialphilosophie und deren Gründungsdatum, wenn man so will, kann man auf den Beginn des 18. Jahrhunderts legen. Zum Beispiel
auf die Veröffentlichung des Hauptwerks von Giambattista Vico über die gemeinschaftliche Natur der Nationen 1725. Und da gibt es in dem Paragraphen 331 dieses Werkes klassische Formulierungen, die immer wieder zitiert werden, um deutlich zu machen, worin der Liberalismus besteht. Da sagt Vico, dass die gesellschaftliche Welt von der Welt der Natur zu unterscheiden sei. Und ich füge mal in Klammern hinzu, als Kommentar, die Welt der Natur und die gesellschaftliche Welt sind nicht mehr in einer göttlichen Welteinheit wie in der Metaphysik zusammengedacht. Die Natur tritt als Objekt der gesellschaftlichen Welt als Subjekt entgegen oder umgekehrt. Und Vico sagt dann, die Welt der Natur wurde von Gott geschaffen und könne von ihm allein erkannt werden. Das hätte man 100 Jahre später so nicht mehr gesagt. Aber das andere, die gesellschaftliche Welt, sagt er, ist ganz gewiss von Menschen gemacht worden und kann von Menschen erkannt werden. Diese Erkenntnis nennt er eine Selbsterkenntnis des menschlichen Geistes, der sich in der gesellschaftlichen Welt wie in einem Spiegel, also durch Reflexion oder Spekulation, anzuschauen habe. Weil der Mensch ja zu dieser gesellschaftlichen Welt dazugehört und diese nur erkennen kann, wenn er sich selbst erkennt. Was Vico ausspricht, ist später in der liberalen Sozialphilosophie und Gesellschaftstheorie eigentlich eine triviale Formulierung geworden, dass der Mensch die Gesellschaft und die Geschichte bewusstlos erschaffen hat und dass die Aufklärung die Funktion hat, dieses Bewusstlose zu Bewusstsein zu bringen. Diese Aufklärung, diese bürgerliche Aufklärung ist etwas merkwürdig. Und das sieht man daran, dass Hegel einmal diese Aufklärung als List der Vernunft bezeichnet hat, was eigentlich eine absolut paradoxe Angelegenheit ist. Also, dass diese Vernunft, die dort installiert wird, eine bewusstlos herrschende Vernunft ist. Das muss man erstmal begreifen. Worum es dabei geht, ist, dass diese Trennung der Welt in Natur, Welt der Natur und gesellschaftliche Welt, die bis dahin dogmatisch festgehaltene göttliche Welteinheit zerbricht. Und wenn man jetzt aus der Welt der Abstraktion etwas nach unten geht, kann man auch gucken, was da zerbrochen wird. Also zerbrochen wird der rationale Absolutismus, wie Hobbes ihn im Leviathan konstruiert, wo die Gesellschaft als politische Gesellschaft durch die Figur des Herrschers, des Leviathan, integriert wird. Und dieser Herrscher auf der einen Seite die Bürger in sich integriert, in seinem Leib, er sei ein künstlicher Mensch, sagt Hobbes, und er sei vor allen Dingen die Verkörperung der göttlichen Rationalität. Die Gottesschöpfung ist gewissermaßen in einer Kausalkette der Ursprung, die erste Ursache. Und die Rationalität dieses Leviathan besteht darin, dass er als politischer Herrscher sich sogleich auch theologische Herrschaft anmaßt. Und unter dem Gesichtspunkt erscheint dann der Papst als der wahrhafte Beelzebub, schreibt Hobbes. Genau diese Welteinheit wird politisch zerbrochen und ökonomisch wird sie zerbrochen, weil derselbe Hobbes um 1651, als der Leviathan erscheint, in diesem Werk auch ökonomisch etwas aussagt, nämlich, dass der Reichtum der Gesellschaften im Geld besteht, das durch Handel angeeignet wird und nicht durch Arbeit.
und dass dieses Geld Edelmetallgeld sei und seinen Wert aus der Natur habe. Das heißt, dass dort die Natur selber als gesellschaftliches Verhältnis des Geldes gedacht wird und dies wird zerbrochen. Der eine Bruch besteht darin, dass der rationale Absolutismus in die bürgerliche Republik übergeht, in der die Volonté générale, der allgemeine Wille, über die Willen der Einzelnen herrscht und ökonomisch darin, dass man an die Stelle des Edelmetall Natur gesellschaftlichen Verhältnisgeldes die Unterscheidung einfügt zwischen dem Gebrauchswert der Dinge, der Natur der Dinge und ihrem Tauschwert, ihrem gesellschaftlichen Verhältnis oder mit Adam Smith gesprochen, den Regeln, die Menschen beim Tausch von Ware gegen Ware oder Ware gegen Geld machen. Und dies ist die Revolution, die dort gemacht wird. Die eine führt zur bürgerlichen Republik und die andere führt zum Äquivalententausch, das heißt zum englischen Handelsliberalismus. Das, was aber daran paradox ist, mit der List der Vernunft, ist, dass wohl die alte Welt zerbrochen wird und jetzt aber dadurch, dass die gesellschaftliche Welt der Welt der Natur gegenübersteht, indem die alte Welt zerbrochen wird, dies Anspruch auf Aufklärung und Vernunft erheben kann. Dadurch, dass beide aber einander entgegengesetzt werden, wird auch die Vernunft den Menschen entgegengesetzt, bei Kant das Transzendental den realen Subjekten. Und dann herrscht die Vernunft. Und sie herrscht über die Menschen. Indem sie herrscht, erscheint schon, dass sie eine Vernunft ist, die den Menschen nicht erkennbar ist und über sie bewusstlos herrscht. Und deshalb spricht Hegel hier von der List der Vernunft, die sich hier durchsetzt. Also es wird die alte Welt aufgeklärt, aber anstelle des alten Mythos gewissermaßen ein rationaler Vernunftmythos etabliert. Und man hat dann zu Kants Zeiten, sagen wir mal 1781, Kritik der reinen Vernunft, bis Hegel 1831, die verschiedensten Formulierungen für diese Paradoxie. Also nicht nur List der Vernunft, sondern was Leuten, die zum ersten Mal Kant lesen, große Schwierigkeiten machen, dass er immer von Natur spricht und man weiß nicht von welcher. Man denkt immer von der Natur, die wir so als Natur verstehen, bis man darauf stößt, dass Kant an verschiedenen Stellen die schöne Unterscheidung macht zwischen der übersinnlichen zweiten und der sinnlichen ersten Natur. Und das hat Hegel auch so reformuliert. Die zweite ist die bewusstlose gesellschaftliche Vernunft und die erste ist das, was man dann objektivierte Natur nennt. Und wir haben die Formulierung, die berühmte von Adam Smith mit der Invisible Hand, die er zunächst mal im Innenleben des Menschen entdeckt, in dem, was Sigmund Freud später Über-Ich nennt oder was man so gemeinhin das Gewissen nennt, bis er diese Invisible Hand im Menschen auch in der bürgerlichen Politikökonomie erkennt, indem er nämlich sagt, die Menschen folgen ihren eigenen Interessen bewusst, aber ohne es zu wissen und zu wollen. Verfolgen sie dadurch, dass sie ihr eigenes Interesse verfolgen, unbewusst, bewusstlos, das allgemeine Interesse, das auf den Wohlstand der Nationen gerichtet ist. Das, was die Gesellschaftstheorie bei Marx ausmacht, ist, dass sie diese bürgerliche Aufklärung gewissermaßen noch einmal über sich selber aufklärt. Das heißt, diese Bewusstlosigkeit der herrschenden Vernunft selbst zu Bewusstsein bringt, gewissermaßen eine radikalisierte bürgerliche Aufklärung und dass dadurch überhaupt erst die bürgerlichen sozialen Utopien von der kosmopolitischen Freiheit und Gleichheit, von der Vernunft, vom ewigen Frieden und vom Wohlstand der Nationen bewahrt und eben nicht negiert werden. Die Bedeutung dessen, dass dies nur vorausgesetzt wird, also dass die Verhältnisse als scheinbar vernünftige herrschen, kann man zum Beispiel bei Hegel nachlesen, der daraus
dass die Vernunft in der französischen Revolution analog zur französischen Sozialphilosophie nur vorausgesetzt wird, ableitet, dass dies, was hier nur vorausgesetzt wird, als Dogma vorausgesetzt wird und dass deshalb in der französischen Revolution unterschieden werden musste nach 1792 zwischen denen, die in der Gesinnung sind und denen, die es nicht sind. Und dass daraus der mörderische Terror in der jakobinischen Ära zu erklären sei. Das ist das, was insbesondere die Zeitgenossen herausragend interessiert, insbesondere die Anhänger der französischen Revolution, und das ist Hegel immer gewesen. Die Soziologie, das wäre der dritte Punkt, hat ein ganz anderes Interesse als diese radikalisierte Aufklärung und die Bewahrung der bürgerlichen Utopien im praktischen Interesse, also die Revolutionierung der Welt durch Aufklärung und durch praktischen Umsturz. Auguste Comte, der 1798 geboren ist, hat die Soziologie, wie gesagt, als Naturwissenschaft von der Gesellschaft konzipiert. Und das, wenn man nachlesen will und dies etwas komprimiert haben möchte, ist die Rede über den Geist des Positivismus von 1844 ganz geeignet. Und da gibt es zwei berühmte Gesetze bei Comte. Das eine nennt er enzyklopädisches Gesetz. Das hat einen historischen Grund. In Frankreich sind die Vordenker der französischen Revolution die Enzyklopädisten. Die Enzyklopädie ist von D'Alembert und Diderot nach 1751 herausgegeben worden, in unendlich vielen Bänden, teils Textbände, teils sind es Drucke. Und Comtes Enzyklopädie ist demgegenüber arm und wirklich dürftig. Das ist keine Enzyklopädie in diesem Sinne wie die französische, die war wirklich ein enzyklopädisches Wissen, was dort zusammengetragen ist von den Vordenkern der französischen Revolution, allesamt Atheisten natürlich wegen der Zerstörung der göttlichen Welteinheit. Comte hat in diesem enzyklopädischen Gesetz einfach nur eine Rangordnung der Wissenschaften aufgestellt. Und da steht an der Spitze die Mathematik und dann kommt nur Physik. Und zwar kommt die unorganische Physik in Form der Astronomie und der Physik der Erde. Und darunter stehen die Biologie und die Soziologie als organische Physik. Die Soziologie kommt als letztes, ist aber die höchste Wissenschaft, weil sich von ihr aus erst Einsicht in das Gesamtsystem ergibt. Also dieses enzyklopädische Gesetz ist ein soziologisches, von der Soziologie aus formuliertes. Und die Biologie im Übrigen ist eine Wissenschaft vom Individuum, schreibt Comte, und begründet in diesem Sinne die Soziologie. Biologie und Soziologie sind ja etwa zeitgleich entstanden als Begriff und auch als Wissenschaft. Diese Soziologie, ursprünglich soziale Physiologie oder Physik, sagt er dann, umfasst die Lehren von der Statik, von der Arbeitsteilung und von der Regierung und von der Dynamik, das Gesetz des Fortschritts, das Drei-Stadien-Gesetz. Das ist das zweite große Gesetz, was Comte formuliert und was er von seinem Vordenker, dem sogenannten Frühsozialisten Saint-Simon, einfach übernimmt. Er hat es nur noch mal etwas mehr zusammengefasst. Und zwar unterscheidet das Drei-Stadien-Gesetz als ein geschichtliches Gesetz der Entwicklung des menschlichen Geistes und der Gesellschaften. Drei Stadien, die man einfach auf die französische Revolution beziehen kann. Ein theologisches, ein metaphysisches und ein positives. Das theologische, sagt er, sei das Stadium der Könige.
in dem Reichtum durch Kriege und Eroberung angeeignet wird und die Könige dann durch Theologie legitimiert seien. Das Stadium der Ordnung. Dann kommt die Revolution, das metaphysische Stadium nennt er das. Seitdem ist das Wort Metaphysik in Verruf geraten. Und zwar sagt er, dieses metaphysische Stadium sei ein Stadium purer Kritik und Destruktion. Das Verdienst der Metaphysik, theoretisch und praktisch, bestünde darin, die alte Ordnung zu zerstören. Also Kant ist kein Vertreter des alten Regimes. Aber der Mangel der Metaphysik sei wie der jeder Kritik, sie zerstört nur, aber sie ist nicht positiv, konstruktiv. Deshalb gibt es hier nur Fortschritt, aber keine Ordnung. Und dann kommt das Positive, das kommende Stadium, das Stadium, das Kant entwirft. Und dieses Stadium sei das Stadium von Ordnung und Fortschritt. Da wir im Moment alle die Fußball-Weltmeisterschaft in Brasilien gucken und die brasilianische Flagge vor Augen haben, da lesen Sie Auguste Comte, Ordnung und Fortschritt. Ordem e progresso steht drin und das ist von Comte, also falls Sie morgen angucken. Diese Theorie von Comte, insbesondere die Begründung als Geschichtstheorie, die ein Naturgesetz der Gesellschaft und der Geschichte erkennt, ist dann aufgenommen worden im 20. Jahrhundert mehrfach. Es gibt die Geschichtstheorie des sozialen Wandels, kurz nach 1920. Und diese Theorie ist folgenreich geworden, weil an dieser Theorie die unter anderem die Politik des New Deal in den USA ab 1933 begründet wurde, neben der Theorie von Keynes. Dann ist diese Geschichtstheorie aufgenommen worden 1955-60 durch Lewis und Rostow in der sogenannten Modernisierungstheorie. Die Stadien der Modernisierung unterscheidet bei Rostow besonders deutlich als Alternative zur marxistischen Geschichtstheorie. Endet das bei der Nachkonsumgesellschaft und das letzte Stadium ist dann das, in dem die USA sich befinden und gemessen daran sind andere Länder unterentwickelt und der Index, den Rostow dort aufstellt, ist wie viele Autos und Farbfernseher kommen auf 1000 Einwohner und da kommt Vietnam relativ schlecht weg. Also das ist jetzt keine polemische Zuspitzung, das ist so trivial. Und dann gibt es die Aufnahme in die Systemtheorien der Gesellschaft von Parsons und Luhmann und hat dann die Sozialwissenschaften im 20. Jahrhundert nachdrücklich geprägt und auch nachdrücklich darin geprägt, dass man glaubt, die Naturgesetze der Gesellschaft durch Berechnung, wie Max Weber gesagt hat, beherrschen zu können, das heißt durch Statistik, quantitative Forschungsmethoden. In Deutschland gibt es eine besondere Richtung der Soziologie, die auch um 1815 beginnt, etwa zeitgleich wie in Frankreich, die Theorie von Comte, in Form der Geisteswissenschaften. Aber diese geisteswissenschaftliche Richtung in die Soziologie einwandert und in andere Wissenschaften dauert es etwas. Es ist ursprünglich eine Rechtstheorie. Das ist auch soziologisch sehr interessant. Diese Theorie wurde vertreten durch die historische Schule des Rechts und den herausragenden Kopf Friedrich Karl von Savigny. Und es gab um 1814-15 zu Zeiten des Wiener Kongresses auch wissenschaftlich eine Debatte, auf welche Grundlagen man das deutsche Rechtssystem stellen sollte. Nun klingt das so nach einer rechtswissenschaftlichen Fachfrage. Die ist es aber nicht. Einer der Grundtexte der Französischen Revolution ist von Jean-Jacques Rousseau, der die
Schrift über den Gesellschaftsvertrag Contrasocial von 1762 und der Untertitel ist Grundlagen des Staatsrechts. Und bei dieser Debatte um 1814-15 zwischen Savigny und seinem Kontrahenten Thibault, ein deutscher Jurist, ging es darum, ob man an das französische Revolutionsrecht anknüpfen kann oder ob es ein deutsches Rechtssystem gibt, durch das sich ein deutscher Staat, der kommende Deutsche Bund, konstituieren kann. Das heißt, es ging am Ende um die Frage, was ist Deutsch? Also was eint die Deutschen, wenn nicht ein Contrasocial? Und zwar hat folgenreich die historische Rechtsschule, auf die sich auch der heutige Neoliberalismus stützt, argumentiert, dass das französische rationale Recht, die Rechtsetzung durch einen Gesellschaftsvertrag, Herrschaft der Vernunft, Volonté générale, der deutschen Tradition nicht entspricht. Die deutsche Tradition sei es vielmehr, die, Zitat, organische Tradition, das Wort organisch wird dann immer wiederholt, auf allen möglichen Gebieten, die organisch gegebene Tradition, Rechtstradition wiederherzustellen. Klingt das etwas merkwürdig, dass man eine Tradition erst wiederherstellen muss? Entweder gilt sie, sollte man denken, oder sie gilt nicht. Die Intention ist hier, durch Hermeneutik, durch Sinnverstehen, sich die Tradition anzueignen, ohne ihre blindwirkende Kraft zu zerstören. Das heißt, man stellt die Tradition wieder her, ohne sie aufzuklären. Also sie soll weiter organisch blind wirken. Und deshalb sei die deutsche Einheit, die Integration Deutschlands, in dieser blindwirkenden Tradition zu sehen und dies wiederherzustellen. Und dies sei die Möglichkeit einer rechtlich-politischen Einigung Deutschlands gegen den französischen Rationalismus, gegen den der Neoliberalismus heute auch alles aufwehrt, was er zu bieten hat. Diese Rechtslehre ist erstmal gegenaufklärerisch. Es geht nicht um das Bewusstmachen unbewusster Verhältnisse, sondern um die Aneignung. Der Vordenker des Neoliberalismus, Hayek, benutzt das Wort unbewusst auch, die unbewussten Traditionen in Kraft zu halten, wieder in Kraft zu setzen. Und es ist einfach eine Apologie einer blinden Tradition. Keine aufgeklärte Gesellschaft soll gebildet werden, sondern das, was Ferdinand Tönnies dann am Ende des 19. Jahrhunderts und Fichte am Anfang des 19. Jahrhunderts zu Recht nennt, im Unterschied zur Gesellschaft, die Gemeinschaft oder tautologisch gesagt die Volksgemeinschaft, die sich nach Fichte 1808 seine Reden an die deutsche Nation konstituiert, durch die Gemeinsamkeit des Blutes, die Gemeinsamkeit des Bodens und die blinde Tradition. Am Ende des 19. Jahrhunderts hat Wilhelm Dilthey diese geisteswissenschaftliche Tradition nochmal zusammengefasst und ihr pointiert den Titel verliehen, Kritik der historischen Vernunft, also Vernunftkritik. Es geht in dieser Kritik um die Abwehr aller Vernunftansprüche, wie sie mal von Hegel formuliert worden ist. Es geht darum, sinnverstehend anzueignen, die Gestalten des von Hegel sogenannten objektiven Geistes, Staat, bürgerliche Gesellschaft, Kultur und so weiter. Und diese Gestalten der blinden Tradition dadurch zu verstehen, sagt er ausdrücklich, und das ist in der Soziologie dann wichtig geworden nach 1980, die Gesellschaftsgeschichte in die Individualgeschichte rückzuübersetzen, das heißt in die Biografie. In der Soziologie nennt man das Biografieforschung. Diese beiden Richtungen der naturwissenschaftlichen Soziologie und der Sinnverstehenden scheinen erstmal
ziemlich konträr. Das eine ist rationalistisch und das andere ist, Hayek sagt heute, antirational, wenn nicht irrational. Sie haben aber beide einen gemeinsamen Übereinstimmungspunkt, den Max Weber nach 1900 herausgearbeitet hat und auch auf den Punkt gebracht hat. Sowohl in der Naturwissenschaft der Soziologie als auch in der sinnverstehenden Sozialwissenschaft geht es darum, dass das Individuum in diesem naturgesetzlichen oder in diesem irrationalen Kontext aufgeht. Am deutlichsten sieht man das beim Sinnverstehen, das dann so formuliert wurde, es geht entweder darum, sich in fremden Sinn hineinzuversetzen oder fremden Sinn auf den eigenen zu beziehen. Das heißt, es geht um eine Identität von Subjekt und Objekt im Erkenntnisgegenstand. Das heißt, es geht um die Auflösung des Individuums in der Gesellschaft, um das, was man nachher Autoritarismus nennt. Und in der naturgesetzlichen Soziologie ist es so ähnlich. Die Naturgesetze der Gesellschaft sind, und sie sind unüberschreitbar, und sie sind unhintergehbar. Max Weber hat daraus nachher folgende Grundüberlegung gezogen. Wenn die naturgesetzliche Soziologie in der Tradition von Kant das Unüberschreitbare der Naturgesetze bezeichnet, dann sagt er damit im Grunde, dass die Gesellschaft als Ganze unerkennbar und in dem Sinne irrational sei. Und deshalb sei die systematische Grundlage der naturgesetzlich-rationalistischen Soziologie die der geisteswissenschaftlich-irrationalen. Und beide koinzidieren darin, dass Individuum und Gesellschaft nicht auseinandertreten, sondern miteinander verschmelzen in einem autoritären Kosmos, den er das kommende Gehäuse der Hörigkeit nennt, woraus die kritische Theorie nachher die Theorie vom autoritären Staat gemacht hat. Und Weber nimmt dann die Tradition auf, in dem Sinne, dass er dieses Gehäuse der Gehörigkeit geschichtstheoretisch erklärt durch die Theorie von der Entzauberung der Welt. Das heißt, die Entstehung des Gehäuses der Hörigkeit aus einem, wie er es nennt, ursprünglichen mythologischen Zaubergarten, aus dem dann Subjekt und Objekt durch Entzweiung auseinandertreten, Aufklärung, bis er sagt, und am Ende der Aufklärung bedarf die Aufklärung dieser Stützen nicht mehr, also dieser religiösen Rationalisierung, vor allen Dingen durch den Puritanismus und den Calvinismus nicht mehr, und konstituiert sich dann als Gehäuse der Hörigkeit. Das nennt er Entzauberung der Welt, und die kritische Theorie hat genau auch diese Formulierung Entzauberung der Welt in der Dialektik der Aufklärung aufgenommen. Das heißt, das führt dann in die Gesellschaftstheorie nach 1933, Theorie vom autoritären Staat, Geschichtstheorie von der Entzauberung der Welt. Der vierte Punkt wäre der nach dem Verhältnis von Soziologie und Gesellschaftstheorie. Vielleicht sitzen hier einige, die wie ich mal angefangen haben, Soziologie zu studieren, um die Welt kennenzulernen, um sie irgendwie humaner zu gestalten. Weil man gedacht hat, die Soziologie sei eine kritische Wissenschaft und man lernt dann langsam die produktive Enttäuschung, dass sie es nicht ist. Und dann hat man wirklich viel gelernt, weil das Beste ist, was man an der Soziologie haben kann, dass man sie kritisiert. Das heißt nicht, dass man es nicht studieren soll, sondern dass man wie beinahe jedes Fach, denke ich, auch die Soziologie durch Kritik am besten lernt. Diesen Ruf, eine kritische Wissenschaft zu sein, den hat die Soziologie irgendwie lange weggehabt. Ich glaube, heute hat sie sich mit Erfolg dieses Rufs entledigt. Würde ich mal vermuten, darauf würde kaum noch jemand kommen. Aber der Ruf ist historisch begründet. Und insbesondere aus deutscher Perspektive auch noch.
Also der Titel Soziologie ist wie gesagt Kant. Soziologie als soziale Physik ist auch noch Kant. Soziologie als soziale Physiologie ist schon Saint-Simon, wenn man so will, sein Lehrer, der etwas vorher geschrieben hat, zwischen 1800 und 1825 ist das Todesjahr von Saint-Simon. Und Saint-Simon gilt insbesondere bei Friedrich Engels, Lenin hat das wiederholt, als ein Kritiker der Zeit, als utopischer Sozialist. Und als ein solch utopischer Sozialist in Zeiten, in denen die Bewusstlosigkeit der Verhältnisse noch kaum erkennbar war, hat Saint-Simon, genau wie etwas später Robert Owen in England, das Projekt einer Naturwissenschaft von der Gesellschaft entworfen, mit dem Ziel, die Verhältnisse nicht zu revolutionieren, sondern zu beherrschen. Später ist im Sozialismus daraus, im Stalinismus müsste man genau sagen, die Intention geworden, das Wertgesetz nicht aufzulösen, sondern in Regie zu nehmen. Das ist aber in der Zeit, in der beide schreiben, noch den Zeitumständen geschuldet, weil ja jede Aufklärung erst immer später kommt, wie man lernen kann, die Eule der Minerva beginnt ihren Flug in der Dunkelheit und so weiter. Also die Aufklärung kommt immer im Nachhinein. Und zu Zeiten um 1800, 1820 ist es noch schwierig, ein System, was auch noch nicht mal in die Krise geraten ist, zu durchschauen und aufzuklären. Und so hat die Soziologie wegen dieser vermeintlich frühsozialistischen Begründung einen Ruf sich erworben oder ist ihr zugetragen worden, dass Soziologie etwas mit Sozialismus zu tun hätte, jedenfalls ursprünglich mal. Wenn Sie sich die Mühe machen wollen, die Schriften von Saint-Simon, die mal in der DDR publiziert worden sind, in der Schriftenreihe über die Klassiker der politischen Ökonomie, wenn Sie sich das mal angucken, dann werden Sie Schwierigkeiten haben, insbesondere von heute aus, dort einen utopischen Sozialisten zu vermuten. Also es ist eher der Vordenker einer sadomasochistischen und rassistischen Arbeitsgesellschaft, die Sie haben. Die Herrschaft der weißen Rasse, die kommende, steht da völlig außer Frage. Es herrscht ein Judenrat in der Welt, von Juden natürlich eingesetzt, dicht unter Gott. Und diese Elite von Systemsteuerern beherrscht die Welt, jedenfalls die Weiße, und die weiße Welt beherrscht den Rest der Welt. Und alle arbeiten ohne Unterlass und beuten sich selbst und andere aus. Das ist so ungefähr das, was dort Frühsozialismus genannt wird. Also eine wahrhafte Barbarei, die dort ausgemalt ist. Das ist aber immerhin wegen der Bemerkung von Engels, der Würdigung von Engels, Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft und von Lenin dann auch dann in sozialistische Traditionen gerückt worden. Diese Begründung der Soziologie bei Kant kann man das nicht mehr gut machen. Der hat so viel Aversion gegen die Arbeiterbewegung, den kann man also in eine sozialistische Tradition nicht rücken. Da wird das dann schon schwierig. Was aber für die Gesellschaftstheorie relevant ist an der Soziologie, ist, dass die Soziologie auf dem Standpunkt steht, dass sie von den herrschenden gesellschaftlichen, dass sie in die herrschenden gesellschaftlichen Verhältnisse vollkommen fixiert und die Theorie ihrer Zeit ist in Gedanken ausgedrückt, aber in Gedanken, die gewissermaßen gedankenlos sind. Es gibt so einen schönen Satz von Adorno, der das mal sehr schön auf den Punkt gebracht hat. Die Soziologie ist eine Wissenschaft von der Gesellschaft ohne einen Begriff von der Gesellschaft. Das trifft es exakt, weil die Gesellschaft dort als unüberschreitbar, unhintergehbar gedacht wird. Die Gesellschaftsgeschichte ist immer schon naturgesetzlich technisch. Der technische Fortschritt ist Fortschritt überhaupt. Und Ähnliches gilt dann eben auch bei wie Max Weber gesagt hat, der naturwissenschaftlichen Rationalität des Positivismus zugrunde liegenden geisteswissenschaftlichen Irrationalität,
dass sie die Verhältnisse fixiert, also marxistisch ausgedrückt auf dem Standpunkt des Fetischcharakters der Ware steht. Mir fällt gerade ein, es gibt so einen kleinen Aufsatz von Georg Lukács, 1923, Geschichte und Klassenbewusstsein zur Frage, was ist orthodoxer Marxismus? Da wird der Marxismus der Zeit, der Zweiten Internationale, also als positivistischer kritisiert. Und da werden auch diese Einstellungen des Positivismus einer Kritik unterzogen. Nun könnte man bei der Soziologie in der rationalistisch-französischen Tradition fragen, wozu ist die denn aber eigentlich gut? Wenn sie eine Wissenschaft vom Logos der Societas sein soll und diesen Logos aber voraussetzt und nicht durchschaut, also einfach als Voraussetzung reproduziert. Wenn man in die Geschichte guckt, wo der Kantische Positivismus und die entsprechende Sozialwissenschaft bedeutsam geworden sind, also ich habe eben Brasilien genannt, die Türkei ist nach ihrer Unabhängigkeit 1923, war Kemal Atatürk auch ein großer Bewunderer der Theorie von Kant. Und so ist diese Theorie von Kant auch am Ende des 19. Jahrhunderts in Mexiko zum Beispiel bedeutsam geworden, dass alles Länder, die gehen uns, deren Verhältnisse uns nicht so geläufig sind. Da gab es eine Modernisierungsdiktatur ab ungefähr 1875, wo die Theorie von Kant ausdrücklich angewandt werden sollte. Daraus kann man also Folgendes schließen über die Funktion dieser rationalistischen Soziologie. Was leistet sie? Die klassische Antwort, die Beherrschung der Welt durch Berechnung, sagt Max Weber, technische Rationalisierung der Handlungen von Einzelnen, von Institutionen, von Organisationen. Zweitens, Ideologieproduktion, die Darstellung der Verhältnisse als unveränderlich und dadurch, dass sie sie als unveränderlich setzt, auch als rational nicht weiter durchschaubar, und da tritt dann die anti-irrationale oder irrationale sinnverstehende Soziologie auf, die einen Beitrag zur Rationalisierung der Verhältnisse erst gar nicht leistet, sondern nur noch Ideologie ist, aber nicht mehr Ideologie im Sinne der klassisch-liberalen, die hatte noch utopischen Gehalt, sondern dies ist eine Ideologie ohne jede Utopie. Beide produzieren, und das ist vielleicht ihre wichtigste Funktion, die der irrationalen Soziologie noch mehr als der rationalen, die Idee einer Verschmelzung von Individuum und Gesellschaft, einen gesellschaftlichen Autoritarismus. Die Theorie der Gesellschaft hat diese Soziologie zu kritisieren, über sich aufzuklären und dadurch deren Erfahrungsgehalt zu bewahren. Ich höre mal eben auf. Ach so. Ja, ist gut. Das wäre ja furchtbar. Damit hätte ich nicht gerechnet. Also, jetzt muss ich nochmal. So. Das ist wie beim Kasperle-Theater. Den Erfahrungsgehalt zu bewahren. Nun ist es mit dem Erfahrungsgehalt nicht so ganz leicht. Wenn man die rationalistische Soziologie nimmt, so kann man da noch am ehesten anschließen, indem man die Genese dieser rationalistischen Soziologie aus der Französischen Revolution und aus der Aufklärungsepoche selber in dieser Soziologie vorfindet, in dem Drei-Stadien-Gesetz nämlich. Und da kann man sehen, dass dieses Drei-Stadien-Gesetz die alte Aufklärung
an die man anschließen kann, noch enthält in der Form, dass sie für überwunden, das heißt negiert, aber nicht eliminiert scheint. Was die geisteswissenschaftliche Richtung betrifft, so ist sie von vornherein antiaufklärerisch, also da ist überhaupt keine Aufklärung vorhanden. Und atheoretisch in dem Sinne, dass sie die Verhältnisse für unerkennbar, die Geschichte für unerkennbar hält. Als diese Soziologie ihren Siegeszug angetreten hat, nach 1990, Globalisierung, die Metapher, gab es nicht nur die Metaphern von den Kräften, die die Gesellschaft lenken, sondern auch vom Ende der Geschichte und vom Ende der Utopien. Erinnerungslosigkeit einerseits, gesellschaftliche Hoffnungslosigkeit andererseits. Und da kann man in diesem Sinne nur dran anknüpfen und dies aufklären, weil diese sinnverstehende Soziologie und auch der daraus entstandene Neoliberalismus etwas Paradoxes sind. Behauptet wird, dass die Gesellschaft als Ganze nicht erkannt wird. Und das kann man eigentlich nur behaupten, wenn man sie erkennt. Dann kann man ja auch nur wissen, dass man sie nicht wissen kann. Und wenn man dieses System praktisch verwirklichen will, insbesondere nach der Zeit der rationalistischen Gesellschafts- und Wirtschaftssteuerung, des Keynesianismus und nach der Theorie des sozialen Wandels, dann musste dieser Neoliberalismus das organische Fortschreiten der Geschichte und der Gesellschaft erstmal durchgesetzt werden in der Krise nach 1973. Das heißt also, man hat hier schon auch notwendig eine Begründung, einen Anspruch, die Gesellschaft zu erkennen, und sie wird auch bewusst gesetzt, obwohl genau das nicht der Fall sein soll. Und deshalb nennt diese Richtung in der Soziologie, irgendwas spielt ja Kopassa, nennt diese Richtung der Soziologie, spricht sie immer noch von Gesellschaftstheorie, die erklärt, dass die Gesellschaft nicht erkennbar sei. Aber das Wort von der Theorie der Gesamtordnung der Gesellschaft, von der Gesellschaftstheorie gilt bis heute. Das ist die erste Theorie, die erklärt, dass sie ihren Gegenstand, den sie ausdrücklich hat, nicht erkennen kann. Warum sind fünftens und letztens in der Gegenwart diese soziologischen Richtungen und auch die Gesellschaftstheorie irgendwie problematisch geworden? Man kann sagen, die rationalistische Soziologie hatte ihre Zeit bis auch auf Weltniveau bis 1973. Das, was sie zu leisten verspricht, die technische Rationalisierung von Handlung, von Institutionen, Organisationen, ganzen Gesellschaften, von Politiken, hat dazu geführt, dass in dieser Zeit eine soziologische Politikberatung immer ein legitimes Berufsfeld gewesen ist und auch das, was die Soziologie versprochen hat. Man hat zum Beispiel geglaubt, wenn jemand Stadtsoziologie lernt, dann würden die Städte besser gebaut, nämlich wissenschaftlich-technisch angeleitet. Oder wenn jemand Sozialpolitik macht, dann würde die Sozialpolitik besser, weil sie wissenschaftlich-technisch angeleitet wird. Das Ganze geht nur dann unter der Voraussetzung, dass eine Politik existiert, die sich als technokratische Wirtschafts- und Gesellschaftssteuerung dann präsentiert und das auch ihr Selbstverständnis ist. Nun ist dieses System 1973 mit dem Ende von Bretton Woods und den Weltwirtschaftskrisen von 75 und 81 zusammengebrochen und seitdem herrscht der Neoliberalismus. Die Theorie ist, wie gesagt, relativ alt, geht also auf die historische Schule des Rechts von 1815 zurück, die Wiener Schule der Volkswirtschaftslehre. Es gibt klassische Schriften des Neoliberalismus aus den 40er Jahren, Kritik des Nationalsozialismus und so weiter.
Aber die richtige Durchsetzung erfolgt nach den Krisen 1973. Und man sieht es immer, muss einfach gucken, wer kriegt denn den Wirtschaftsnobelpreis. Und dann weiß man, alte Theorien sind es allemal. Aber dann haben sie ihre Zeit. 1974 kriegt der Vordenker des Neoliberalismus, Hayek, den Wirtschaftsnobelpreis. Und 1976 Milton Friedman aus Chicago. Monetarismus, also die Geld- und finanzwissenschaftliche Variante des Neoliberalismus. Und seitdem gilt, dass nicht der technokratische Staat oder technokratische Institutionen oder ökonomisch Zentralbanken die Wirtschaft und Gesellschaft steuern, sondern der anonyme Wettbewerb dies tut. Und da ist es mit wissenschaftlicher Politikberatung im Sinne von technischer Handlungsrationalisierung vorbei. Und hier gilt nur noch, dass die Soziologie sich andienen kann. Das kann ich vielleicht mal nachher noch exemplarisch, also nachher in absehbarer Zeit, am Soziologentag 2010 etwas kurz skizzieren. Also einen Beitrag zu leisten zu dieser Wettbewerbsorientierung in und außerhalb der Universitäten als Globalisierung und so weiter. Das, was die Theorie der Gesellschaft betrifft, ist sie unter diesem Neoliberalismus deutlich schwieriger geworden. Wenn diese Gesellschaftstheorie als kritische Theorie der Gesellschaft, mal verkürzt gesagt, in der Tradition von Marx steht, dann hat sie als Kritik des Neoliberalismus einen ganz anderen Gegenstand als Kritik des klassischen Liberalismus. Der klassische Liberalismus, wenn man es so entgegensetzen will, tritt auf mit dem Anspruch der Vernunft. Der Neoliberalismus sagt, das ist ein Omnipotenzwahn und führt nur in die Knechtschaft. Der klassische Liberalismus konstruiert die kosmopolitische Freiheit aller Menschen. Und der Neoliberalismus sagt, im Wettbewerb gibt es Sieger und Verlierer. Das gilt nicht für alle. Deshalb gilt im Neoliberalismus die Ungleichheit der Menschen und im klassischen Liberalismus, weil alle frei sind, die Gleichheit. Ökonomisch bedeutet das, dass der klassische Liberalismus den Wohlstand der Nation propagiert und der Neoliberalismus die Knappheit der Güter. Und Hayek hat in einem Interview zu Zeiten von Pinochet in Santiago de Chile zu Protokoll gegeben, dass es eben nicht für alle reicht. Und es wohl um die Erhaltung des Lebens, aber nicht jedes Lebens gehen kann. Also 1981, da waren die größten Blutströme in Santiago vorbei, aber während sie geflossen sind, war Milton Friedman dort und hat den Neoliberalismus und Monetarismus dort zur Anwendung gebracht, in dieser einer der grausigsten Diktaturen, die Südamerika je gesehen hat. Die Gesellschaftstheorie hat genau dies zu kritisieren und kann dies kritisieren, weil der Neoliberalismus immer noch an den alten Liberalismus anschließen muss, in jeder Form, und dies eben, wie gesagt, nicht nur negiert, aber die alten Aufklärungsgehalte und Utopien sind eben nicht eliminiert und nicht verloren. Sie werden ausdrücklich der Lächerlichkeit preisgegeben, aber sie sind als solche da und können als solche aufklärend erinnert werden. Ich kann vielleicht abschließend nochmal um deutlich zu machen, worum es da geht bei der neoliberalen Soziologie, an zwei Soziologentage erinnern. Der eine hat 1982 in Bamberg stattgefunden, und wenn man wissen will, wann die Soziologie in Deutschland neoliberal geworden ist, gucken Sie einfach nach in die Verhandlungen dieses Soziologentages 1982 in Bamberg. Und da wird ausdrücklich verkündet, aber weder kritisiert noch reflektiert, das Ende der Arbeits- und Industriegesellschaft.
aufgrund von 5 Indikatoren, die einfach empirisch aufgelistet werden. Arbeitslosigkeit gleich Ende der Arbeitsgesellschaft, was merkwürdig genug ist. Ende des Sozialstaates. Neue soziale Bewegungen, die an die Stelle des alten Antagonismus von Kapital und Arbeit treten. Sprich, man registriert, dass die Gewerkschaften in ihrer gewerkschaftlichen Gegenmacht langsam erodieren. Dann ist es der Wertewandel, der sich dort vollzieht. Und dann ist es noch irgendwas, was ich jetzt nicht erinnere, aber es sind 5 Punkte. Und in diesen 5 Punkten wird dann vollzogen, der Übergang, klar, von der Industrie zur Dienstleistungsgesellschaft. 78 ist das erste Jahr in der Bundesrepublik, wo der Dienstleistungssektor einen höheren Anteil am Bruttoinlandsprodukt hat als die Industrie. Und dies alles wird dann in Bamberg, der Stadt von Ulrich Beck und deshalb auch der Biografieforschung, zum Anlass genommen, eine neue qualitative, sinnverstehende Soziologie als Kulturwissenschaft zu propagieren, die sich um ökonomische Dinge nicht mehr recht kümmern mag. Dann gab es in Frankfurt, ich habe ja gesagt, die Soziologentage in Frankfurt sind wirklich interessant, wegen ihres Zeitbezuges. In Frankfurt 2010, mitten in der gegenwärtigen Krise, fast auf dem Höhepunkt, den 35. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Soziologie zum Thema transnationale Vergesellschaftung. Da ist der Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Soziologie, Hans-Georg Söffner, und Herr Söffner ist von Haus aus qualitativer, eher sinnverstehender Hermeneut, Sozialwissenschaftler, und gibt diesem Soziologentag gewissermaßen die Richtung vor, wie Leopold von Wiese das 1946 auch gemacht hat. Und zwar, ich zitiere das jetzt mal, um zu demonstrieren, wie die Soziologie sich dienstbar macht unter Verhältnissen, unter denen sie eigentlich obsolet ist. Und zwar sagt er, im Globalisierungsprozess haben wir unübersehbare Differenzen zwischen den Kulturerscheinungen. Also man individualisiert und sieht Zusammenhänge nicht mehr. Zwischen Religion, Kulturmustern, Wirtschafts- und Politiksystemen. Also alles fliegt irgendwie auseinander, atomisiert sich, Globalisierung und Lokalisierung, hat die Weltbank das genannt. Und dann sagt Herr Söffner, aber es besteht zwischen vormals abgegrenzten Kulturen und Völkern ein Kontaktzwang. Die Kulturen sind also different und müssen aber irgendwie in Kontakt treten. Und er schließt daraus messerscharf, neoliberal, also besser konnte Hayek auch nicht gesagt haben, hätte er noch gelebt, stünden Religionen, Kulturmuster, Wirtschafts- und Politiksystem in Konkurrenz. Hayek hat auch schon gesagt, dass Konkurrenz sich beileibe nicht nur auf Ökonomie bezieht, sondern auch auf Religion, Moral und Ähnliches, halt eben alles. Die stehen in Konkurrenz. Und dann sagt er, der deutsche autoritäre Charakter in Person, in dieser Formulierung, Uns den Soziologen, ist der Vergleich aufgezwungen, der Kulturvergleich, und zwar eine empirische Kultur- und Gesellschaftskomparatistik. Das nennt sich heute kein sozialwissenschaftliches Institut, verzichtet darauf, Sozialstrukturanalyse. Die Soziologie steht also im Dienst des globalen Wettbewerbs von Religion, Moralsystem, Ökonomie und politischen Formen. Und der Soziologe ist gewissermaßen der globale Evaluierer dieser kulturellen Bereiche. Und darin besteht seine Nützlichkeit. Nun kann man sich fragen, wohin diese ganze Richtung gehen soll, und dann findet man bei Herrn Söffner eine besondere Form der Vergesslichkeit, dass die Neoliberalen immer denken, sie seien liberal im klassischen Sinne. Er sagt nämlich,
durch diese Konkurrenz, die durch die Soziologen evaluiert wird, sodass die Soziologen zur Konkurrenz der Kulturen einiges dazu beitragen, bestünde die Möglichkeit eines weltbürgerlichen Zusammenlebens in der Differenz, eine Soziologie in weltbürgerlicher Absicht, in Klammern Kant. Und ist bei Immanuel Kant vom ewigen Frieden die Rede und vom Kosmopolitismus, aber nicht von einer Freiheit durch Ungleichheit und Herrschaft. Und diese weltbürgerliche Absicht wird hier einfach nur sich zugeschrieben als Utopie, ohne dass sie tatsächlich vorhanden wäre. Wenn man bei diesen Konkurrenzverhältnissen sich überlegt, wann besteht eigentlich Konkurrenz, dann gibt es bei Friedrich August von Hayek, dem neoliberalen Vordenker, folgende Antwort. Die bezieht er tatsächlich auf den Fußball immer wieder und Friedman aus Chicago tut das auch, also zu Zeiten, als die USA sowas noch gar nicht kannten. Und da sagen beide, also Wettbewerb führt man dann ein, wenn man ein Gesamtsystem nicht erkennt und nicht steuern kann. Und dann sei es wie im Fußball, man setzt Regeln und lässt zwei Mannschaften nach Regeln gegeneinander antreten, mit dem Ziel, dass die eine gewinnt und die andere verliert, ohne dass man dies vorher wüsste. Es gibt halt Wettbewerbsregeln und der Wettbewerb kennt Sieger und Verlierer. Die einen, da bedient man sich dann immer bei dem unglücklichen Charles Darwin, werden gnadenlos ausgemerzt und die anderen überleben. Also auch in dieser Formulierung wird das benannt. Und in dem Sinne wird hier der Ökonomie dann zugemutet, der Soziologie zugemutet, das zu leisten, was eigentlich der durch Konkurrenz gesteuerte Markt neoliberal zu leisten hat, nämlich Kulturen, Religionen und so weiter zu evaluieren. Das ist nun irgendwie schwer vorstellbar, dass Religionen konkurrieren, aber die Soziologie soll genau das machen. Und in diesem Sinne soll die Soziologie dann mit dieser Evaluierung dazu beitragen, nicht nur über Sieg und Niederlage zu entscheiden, sondern auch über das, was die Weltbank sich vom Wettbewerb erhofft, nämlich dass die Unterlegenen, wenn sie nicht gnadenlos ausgemerzt werden, was die Weltbank auch unterschreibt seit 2000, dass dann die Unterlegenen von den Siegern lernen und irgendwann auch Sieger sein können und die anderen eben die Verlierer, Starke und Schwache. Und es geht dann vor allen Dingen darum, sagt die Weltbank und sagen die Neoliberalen auch, um ein Stichwort, was es nach 1990 gibt, um einen Standortwettbewerb. Man bewirbt sich um Kapitalinvestitionen für. In diesem Sinne eine betriebswirtschaftliche Rationalisierung. Wenn die Soziologie daran teilnimmt, an diesem globalen Kampf um Sieg und Niederlage, Überleben oder gnadenloses Ausmerzen, was mit weltbürgerlicher Utopie nun gar nichts mehr zu tun hat, dann übernimmt sie im Grunde das, Standort ist ja eine betriebswirtschaftliche Kategorie oder eine militärische, was die Betriebswirtschaftslehre leistet und viel besser leisten könnte. Und wenn sie das macht, dann haben die Soziologen, was man 2010 in Frankfurt sehr schön beobachten konnte, große Schwierigkeiten zu legitimieren, warum es dieses Fach überhaupt noch geben sollte. Vielen Dank fürs Zuhören.